Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Ja, und damit damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf dem Channel, und das ist der Nachfolger von Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3 Warped. Das Spiel ist einfach mega. Noch besser als der zweite Teil. Das werde ich euch jetzt zeigen. Und wir haben auf Deutsch schon umgestellt. Drücken dann direkt auf neues Spiel. Es knüpft im Prinzip auch genau da an, wo Teil 2 aufgehört hat. Aber, hallo? Okay, jetzt kommt wahrscheinlich irgendein Demokram oder so. Weil ich da zu viel gelabert habe. Naja, ja, ciao, ciao, ciao. Das möchten wir gar nicht sehen. So, in diesem Sinne... Ja, okay. So, drücken wir auch direkt auf neues Spiel. Ja, Herr Cortex, mache ich ja schon. Und jetzt gibt's erstmal ein bisschen Story. Oh je. Uka Uka ist frei. Nein, das kann nicht sein. Böse. Das Böse kommt über uns. Niemand wagt, den großen Uka Uka zu enttäuschen. Doch du, Cortex, hast mich zweimal enttäuscht. Großer Uka Uka, das war dieser fiese Bandicoot. Ich habe dir simple Anweisungen erteilt, die du nur befolgen solltest. Doch die Edelsteine sind weg. Die Kristalle sind weg. Und meine Geduld auch. Auf diesem Planeten gibt es keine Kraftquelle mehr. Ich weiß, wir hatten einige dumme Rückschläge. Und hab versagt. Doch da dein Trottel mich befreien konnte, bin ich heute mal großzügig. Es gibt noch einen Weg für uns, die Macht zu erlangen und diesen elenden Planeten zu versklaven. Und diesmal sorge ich dafür, dass du alles richtig machst. Nach langen Jahren wurde mein böser Zwilling Uka Uka aus seinem Kerker befreit. Vor langer Zeit sperrte ich ihn dort ein, um die Welt vor seiner Bosheit zu schützen. Nun ist er frei und muss gestoppt werden. Kinder, Uka Uka und Cortex wollen mit dieser Zeitmaschine die Kristalle finden, die über die Zeiten verstreut sind. Ihr seid hier, um die Kristalle zu finden, bevor sie es tun. Um die Zeitpforte zu öffnen, stellt euch einfach auf die Schaltfläche und springt durch die Pforte. Viel Glück. Danke, mein Bester. Alter Vater, ich freue mich mega. Und da sind wir schon im Spiel. Boah, hat sich einiges verändert hier seit Crash Bandicoot 2. Ja, genau, das geht auch noch. Bauchplatschen, bla 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 bla. Es gibt jetzt halt Zeitdimensionen, die man, erstmal muss man hier die nächsten Welten freischalten. Hui! Schön Stromschlag am Arsch. Damit man halt weiterkommt.
Und man muss jetzt halt durch die Zeit reisen, das ist halt neu. Es gibt Spezialfähigkeiten, die kriegt man, wenn man die Bosse besiegt. Ganz viel Neues. Man kann Coco demnächst spielen. Crash, liebe Schwester. Und ja, aber genug rumgeblubbert. Wir steigen direkt ein in das erste Level von Crash Bandicoot 3. Toad Village. Und was auch neu ist, man sieht jetzt oben links, was man bekommen kann. Kristall, Edelstein und ein Zeitschlüssel. Dafür muss man dann halt in einem gewissen Zeitraum ein Level schaffen. Dann wird halt eine Stoppuhr runtergezählt und muss halt die Zeit unterbieten. Und da gibt es dann auch noch eine goldene Uhr, sag ich schon, einen goldenen Schlüssel und so weiter und so weiter. Dazu später mehr. Hier sehen wir jetzt, dass Tiny der Boss sein wird. Und gut, genug gelabert, wir gehen in die erste Zeitpforte, springen wir rein. Es sieht nach Mittelalter aus. Hinein mit uns. Boah, ich freue mich so mega einfach, das zu spielen. Crash, Crash, Crash. Wieso musst du dich immer einmischen? Schau, ich habe auch eine Maske, die mir hilft. Wir werden ja bald sehen, wer von uns der Stärkere ist. Aber sicher, Jüngelchen. Ich natürlich. Weil meine Maske viel cooler ist, Akku, Akku. So, da sind wir auch schon im ersten Level. Uka Uka ist halt die böse Version von Akku Akku. Einfach nur den Namen umgedreht. Ne? Und ihn gilt es zu besiegen. Er ist jetzt halt der neue Charakter, den es hier gibt. Oh, Hühnchen, Hühnchen jagen! Juhu! So. Und... Oh. Steuerung ist noch etwas ungewohnt. Die Steuerung hat sich verbessert. Die Grafik hat sich deutlich verbessert. Ne, ist zwar halt noch kein Full HD, aber für damalige schöne PS1-Verhältnisse einfach ein Träumchen. So, Akku Akku gibt's immer noch in der Kiste. Mittelalter, echt schön gemacht. Also, ne, vom Level-Design her auch eine deutliche Steigerung nochmal. Neue Kisten gibt es, wo man sich dann praktisch aussuchen kann, was man haben will. Wumperfrüchte oder Leben, das ist halt auch neu. Oh Gott! Dieser dämliche Frosch, ey. So, ich habe mir vorgenommen, nicht mehr so oft zu failen wie, bei Crash Bandicoot. Schön. Und, Alter! Was ist denn das hier für ein Auftakt? Ich muss mich mal jetzt konzentrieren. Schon direkt zerteilt worden und, ne? Und Alter! Nein, ich will dich nicht küssen! Geh weg, ey! Boah! Oh mein Gott! Zerteilt worden, in den Himmel geschossen worden, geküsst worden. Das fängt ja schon wieder wunderbar scheibenkleistermäßig an hier. Ich wusste aber auch nicht, wie der springt. Ne, und ich dachte, in den kann man einfach so rein. Aber man muss natürlich an ihm dran drehen. So, habe ich ja schon mal ein paar Leben verprügelt. Finde ich ja toll. So. Wumperfrüchte einsammeln. Und dann gehen wir mal in das erste Bonuslevel. Von Crash Bandicoot 3 Warped. Was halt auch... Das ist halt auch geblieben, ne? Das Bonuslevel sieht halt... Ist halt grafisch natürlich sehr schön aufgehübscht hier, ne? Passend zum Ambiente, Mittelalter, so auf einer so einer Burg. Richtig schön halt. Ne, man muss halt nicht mehr nervig auf den Kisten rumjumpen. So, das erste Bonuslevel hätten wir dann schon mal geschafft. Sieht halt alles sehr viel dynamischer, viel hübscher aus. Als noch zu Crash Bandicoot 1 und 2 Zeiten. Und das ist das beste Crash Bandicoot. Ihr werdet sehen. Man kann hier so viel machen. Also es gibt halt so viel Abwechslung. Alter. Sehr penetrante Froschmongo. Ja, küsst den Frosch. Dann wird er zum Prinzen. Ne? Denken sich auch viele. So, nochmal willst du mich nicht zerteilen, du dämlicher Ritter. Und Kristalldildos gibt es weiterhin, die man sammeln muss.
Die halt, sind halt über die Zeiten verstreut. Hier zum Beispiel halt Mittelalter. Weg mit dir, du blöder Bock. So, hier schön alles einsammeln. Ja, da haben wir auch direkt einen wunderschönen Edelstein fürs erste Level bekommen, weil wir alle Kisten haben. Und dann sind wir auch schon durch mit dem ersten Level. Sehr schön. So, das wird halt auch blind für mich. Ich weiß halt überhaupt nicht, was kommen wird. Weil das Spiel ist von 98 und ja, aber eine schöne Runde tanzen geht immer. Ne, ich weiß natürlich überhaupt nicht, was jetzt hier kommt. Es wird wieder ein Blind Let's Play, deswegen, ne, bin ich gerade auch schon schön gestorben. Level 2, Under Pressure. Unter Druck. Dann wollen wir mal gucken, was der Druck so in sich hat. Eieiei, was für ein Auftakt. So, das ist schon eins der ersten neuen Level direkt in Level 2. Ein Taucherlevel. Wir können schön unter Wasser uns bewegen. Ne, ist halt ähnlich wie das Jetpack-Level. Nur es ist halt in 2D gehalten. Was aber mega geil ist. Und was halt einfach mega viel Spaß machen wird. Und was bist du für ein Mongoloid? Was willst du von mir? Oh, der verfolgt mich. Okay. Neue Gegner gibt es natürlich auch, wie man schon sieht. Auch ziemlich fiese Gegner. Na? Du dicker Mongo, Fisch, du. So. Dann wollen wir mal hier so durch. Ganz easy going mäßig. So. Schön hier runter. Von den Aalen lasse ich mich nicht stören, das passt schon. Weg mit dir, du komischer Hai. Der weiße Hai von Stephen King ist auch dabei. Oh, das war ganz schön knapp und ach, wieso bin ich denn jetzt zurückgeschwommen, ich Trottel? Das war natürlich blöd. Akku schon wieder so zu verlieren. Eieiei. Man ganz schön Druck nach unten. So, und ach, guck mal an. Ein schönes Unterwasserbötchen. Mit dem wir jetzt hier rumballern können. Richtig cool. Ne, so richtig Call of Duty-mäßig hier erstmal alles wegballern. Diese Kisten, wenn man die halt nicht zerstört, dann werden die halt irgendwann zu Stahl. Und dann kannst du sie gar nicht mehr einsammeln. Mit dem Ding hier sind wir so overpowered. Das wird schon wunderbar klappen. Und das Schöne ist, du kannst dich mit dem Ding auch nochmal treffen lassen. Ist natürlich für mich optimal. Hui! Und... Oh, schade, schon vorbei. Oh, nicht zu schnell da rein. Nein, oh Gott, Hilfe, jetzt wäre ich fast zu schnell. Ich bin hängen geblieben, ich konnte nichts mehr machen. Was für eine Scheiße, was ist denn jetzt schon wieder? Oh, eieieiei. Es gibt auch halt neue Todesanimationen, die ihr bestimmt alle bei mir sehen werdet, weil ich... Meine Unterhose ist weggeflogen. Weil ich halt einfach vor Inkompetenz glänze momentan. Oh Gott. So. Das ist ganz schön gemein. Aber wir kommen da schon schön drum rum. So, dann nehmen wir uns jetzt hier unser Motorbötchen und ballern dich ganz easy peasy weg. Hui! Boah, ey, das macht so viel Spaß, ne? Hier einfach alles wegzuballern, das ist so cool.
War da jetzt was? Das habe ich gar nicht gesehen. Ach nö, jetzt kriege ich das Leben und die Kisten nicht alle. Das ist doch scheiße. Naja gut, machst du nix? Alter. Schön. Das fängt ja wieder prächtig an. So, diesmal kriegst du mich aber nicht. Einen Moment. So, klappt doch wunderbar. So, sehr schön. Dann können wir jetzt hier alles mitnehmen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Da war gerade ein Gegner, den habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Das war wahrscheinlich dieser Kugelfisch hier. Ganz schön fies. So, dich ballern wir jetzt auch einfach weg. Ein Leben, ey, das ist echt Gold wert. So. Das haben wir geschafft. Den Edelstein haben wir bekommen. Wunderbärchen. Sehr geil. Und, ja, würde ich mal sagen, ab ins Ziel. Hui. Und jetzt tanze ich eine Runde. Ich mag seinen Bumstanz, der ist echt, echt Weltklasse. So, schön. Level Nummer 2 haben wir geschafft. Ne, und jetzt seht ihr hier rechts, seht ihr halt den Zeitmodus. Jetzt kann man das Level halt nochmal machen. Wenn man das unter 1 Minute 46 durchspielt, dann kriegt man halt diesen Schlüssel, dann kann man noch einen Goldschlüssel bekommen und boah, also das auf 100% durchzuspielen, das ist echt hardcore. Machen wir Level 3 auch noch. Orient Express, das erste Level mit Coco. Machen wir direkt, gehen wir rein. Crash fällt jetzt nämlich weg. Hinter diese schöne Zeitmaschine. Und Coco springt rein. Sehr schön, so. Ja, jetzt haben wir eigentlich das Bärchen nur ersetzt durch einen Tiger. Ihr werdet schon sehen, was ich jetzt meine. Jetzt reiten wir nämlich eine Runde. Und man kann die Geschwindigkeit jetzt halt auch einstellen. Ich sollte vielleicht nicht zu schnell am Anfang das machen, weil ich halt auch keine Ahnung, was hier kommt. Alter! Den habe ich ja mal gar nicht gesehen. Okay, jetzt habe ich immerhin ein Leben gekriegt. Nein! Oh, ich habe das Leben verpasst. So ein Mist aber auch. Oh, Hilfe! Hilfe! Alter Vater, alter Vater. Deutlich schwerer als noch die, das Polarbärchen. Dann springen wir mal hier hoch, nehmen alles schön mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, unseren schönen Kristall haben wir auch mitgenommen. Sehr schön. Checkpoint. Und da höre ich die Vöglein singen, weil dieser verdammte Drache mich genatzt hat. Verdammte Hacke. Alter, boah, nee, auf so schwer kann ich das nicht. Auf so schnell, meine ich. Nein! Och, das kann noch nicht wahr sein. Da hinten war das Ziel, ey. Oh. Wunderbar. Pass auf, wir machen das jetzt lieber ein bisschen langsamer. Ist, glaube ich, besser. Wir machen das hier schön im Opa-Tempo. Dann kriegen wir das auch gebacken. Hui! Schön drüber fliegen. Oh, der ist so süß, der Tiger. Oh, ich nehme dich mit nach Hause. Komm mit. Leck mir das Pfötchen. Warum hat die eigentlich ihren komischen PC dabei? Das verstehe ich zwar nicht so ganz, aber nun gut. Naja, whatever. Level Nummer 3 geschafft. Gott sei Dank. Ist das ein Traum. So.
Orient Express. Schön. Ne, an der chinesischen Mauer erstmal schön hochfliegen. Ne? Was das hier für eine Zeit war, weiß ich jetzt nicht. Aber nun gut. So. Sehr schön. Erst 3 Level geschafft von Crash Bandicoot 3. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wo ist denn Coco jetzt eigentlich hin? Coco? Ach, hier steht sie jetzt rum. So, stelle ich mich schön neben Coco zum Abschied und sag: Bis zur nächsten Folge Crash Bandicoot 3 Warped. War eine sehr coole erste Folge, finde ich. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüss.